hippes Internet Deutschland und guten Abend, liebe Mit-50er, die dieses Video nur versehentlich angeklickt haben, weil die Lesebrille irgendwo auf dem Küchentisch liegt. Herzlich willkommen zu Best of YouTube 2020, der große Jahresrückblick. Teil Nummer 1, A bis H. Und hier sind eure Comedy-Preis-veredelten Gastgeber, fast live aus dem Studio 666 in Köln-Lindenthal, Dennis und Benny Volta! Hallo liebe Fans, schön, dass ihr da seid. Gemeinsam mit euch lassen wir das YouTube-Jahr 2020 Revue passieren. Heute geht es um die Buchstaben A bis H. Was war euer Highlight zum jeweiligen Buchstaben? Schreibt es in die Kommentare und wir gehen jetzt rein. Hier sind schon mal die Buchstaben A bis C für euch. A, wie Among Us. Ja, komm, ich laufe jetzt auch einfach. Scheiße, und ich mit Timid. Das ist doch ein Scherz. Ja, also, doch, glaube ich schon. Also, doch. Jede Let's Play Generation hat es. Dieses eine Spiel, welches sich in Rekordzeit vom nerdigen Insider-Titel zum absoluten Lieblingsgame eines jeden Zahnspangen besohlten Zockerfans entwickelt. Let's play, alle! Nach Minecraft und Fortnite hört dieses Spiel nun auf den Namen Among Us. Und wer hier gewinnen will, muss besonders gut lügen können. Ich lüge nicht, meine Jungs wissen Bescheid. Darf kein Problem mit Verrat haben und schreckt nicht davor zurück, unliebsame Konkurrenz möglichst geräuschlos auszuschalten. Darum nenne ich dieses Game auch gern den offiziellen FIFA-Kongress-Simulator. Boah! B, wie Bibi präsentiert bescheidene Behausung. Ey, Alter, no joke, das ist das krasseste Haus, was ich jemals in Deutschland gesehen habe. No joke. Weil so viele Promi-Portale regelmäßig nach meiner aktuellen Wohnsituation fragen, hier nun endlich die heiß ersehnte Antwort. Mein kleines Reich umfasst zuckersüße 23 Quadratmeter. Ich nutze eine defekte Dartscheibe als Esstisch und meine Haustür verschließe ich mit Gaffertape. Aber wisst ihr was? I am happy! Fast so happy wie Bauschaum-Bibi. Chocolate Cupcake from Bibi. Kannst du nicht schreiben oder was? Als sie ihren Konsumenten, Fans, den pompösen Prollpalast präsentierte, den sie stolz ihr Heim nennt. Ein hinreißendes Meer aus Schrankwänden. Geschmackvoller ist nur Leitsalami. Auf jeden Fall haben wir über 40 Meter Einbauschränke in diesem Haus. Leck mich am Arsch. C, wie Corona-Party bei Shirin David. Corona, du musst gehen. Ein Haufen junger Hüpfer planscht halbnackt im Swimmingpool, mittelgute Musik dröhnt aus schweineteuren Bassboxen und dann, wenn's richtig Bock macht, rufen nölige Nörgelnachbarn den uniformierten Freund und Helfer. Was klingt wie die obligatorische Funk-Weihnachtsfeier, hat sich Mitte des Jahres bei einem Musikvideodreh von Shirin David zugetragen. Und zwar genau dann, als Corona-Welle Nummer 1 mit ordentlich Karacho durchs Muttiland rauschte. Kein Wunder also, dass das Musikvideo auf YouTube kiloweise Kritik erntete. Yo. Der eigentliche Skandal ist jedoch, warum hat man mich rausgeschnitten? War mein Twerking-Solo etwa nicht dirty genug oder was? Ich muss ja sagen, Benny, das Shirin-Musikvideo, das ist der absolute Hammer. Und so hätte ich mir unseren 30. Geburtstag vorgestellt. Hey, wir haben nur eine riesen Sause in deinem Partykeller gemacht. Ich weiß nicht, wovon du redest, keine Ahnung. 80, Mann, Schweiß lief von der Decke. Nein, das stimmt nicht. Hä, scheiß auf Maskenpflicht, wir sind lieber dich, das haben wir alle gesungen. Ach, du hast doch einen Vogel, du bist doch Panne. Ich bin kein Lügner. D, wie die Tür. Als André Krieger, besser bekannt als Commander Krieger, zu den beliebtesten Let's Playern Deutschlands gehörte, gab ein bärtiger Influencer mit deutlich übersteigertem Geltungsbedürfnis irgendwo in Israel ein prunkvolles Dinner für seine treuesten Follower. Umso schöner, dass im Jahr 2020 bereits ein überraschend hinabfallendes Möbelstück genügt, um unseren Kultkrieger wenigstens ein Stückchen eingebüßter Reichweite zurückzugeben. Und jetzt, kann ich's nochmal sehen? E wie Ehrenpflaume. Mein neues Video, ein Tag mit Knossi. Und das wird besonders spannend, weil ich Knossi noch nie persönlich getroffen habe. Wir haben zwar schon mal telefoniert. Das kann nicht sein!
Ich hab mein Lebenstraum! Ich kann's, das kann nicht sein! Ich hab... Immer wenn ich mich am Abend auf meine Zweitterrasse zurückziehe, um mir ein eiskaltes Gläschen Pfirsichschnaps zu genehmigen, denke ich an die Zeiten zurück, in denen TV-Menschen noch laut auflachten, als man sie auf dieses neue Ding namens YouTube ansprach. Mittlerweile gehört die nicht selten unangenehme Anbiederung deutscher Fernsehsender an die hippe Videoplattform zum Tagesgeschäft. Und viele Sternchen alter Medien schmücken sich mit coolen YouTube-Freunden. How do you do, fellow kids? What? Ihr Ziel, auch bei der jungen Generation möglichst lange lit bleiben. Einer, der weiß, wie es geht, ist ohne Frage Kai Pflaume. Ehrenpflaume, der Vlog-Kanal des alterslosen Ehren-Entertainers, startete dank reichweitem starken Support durch Knossi und Co. schneller durch als JP Performance in einer Spielstraße. Tja, fehlt nur noch ein Besuch bei unseren Twinnies. Oh, du schöner Kai. Komm zu mir! Guck mal, ich habe eine Antwort von Kai Pflaume. Ich habe im ersten Jahr diverse Faxe geschrieben, dass wir den Gamer bei uns in der Sendung hätten. Ja? Und, was hat er geantwortet? Was geht, Jungs? YOLO, sehr gerne. Next year. LG, euer Fly Kai und zwei Autogrammkarten. Na gut. Wenn ich den Kai hier so sehe, ne? Ich habe noch zwei Tickets für die Körperweltenausstellung. Hast du Bock drauf? Ja, klar. Dann lass doch mal da hinkommen. Ja, Hammer. F wie Fake Outing. Und dann ist mir halt bewusst geworden, ich stehe auf Jungs. You wanna do it in my butt, let's do it in the butt, okay. Sind wir mal ehrlich, wäre das Jahr 2020 ein Fußballspieler, es wäre ein einbeinig blinder Mix aus Marco Rehmer und dem MSV Duisburg Ailton. Doch eines sollte auch in diesem Kackjahr mehr als selbstverständlich sein, Homosexualität. Und was macht Blitzbirne Miguel Pablo? Der lädt erstmal ein Fake-Outing hoch und fällt damit vollkommen zurecht ganz böse auf die Nase. Du blödes Arschloch! Ihr könnt es nicht sehen, aber ich schüttle mit dem Kopf und schaue auf meine Mikrowelle, in der mein veganes Cordon Bleu sekündlich in Richtung Verzehrfertigkeit rotiert. Lecker. G. Wie Gamescom-Ausfall. Mein Gott, nochmal, warum? 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 Ich verstehe das nicht. Ihr könnt mir alles nehmen. Doch nehmt ihr mir die jährlich stattfindende Wuppertaler Wikingerwoche, spiele ich ernsthaft mit dem Gedanken, mir das nächstbeste Trinkhorn ins Kleinhirn zu jagen. Ähnlich ging es hunderttausenden Gaming-Fans, die in diesem Sommer mit feuchten Augen die Corona-bedingte Absage ihres Lieblingsevents hinnehmen mussten. Aber seid gewiss, Freunde. Wann immer ich penetranten Schweißgeruch wahrnehme oder mir überteuerte Billigfleischbratwürste angeboten werden, schließe ich eine Sekunde die Augen. Denke fest an euch und es fühlt sich für einen kurzen Moment nach Gamescom an. H. Wie Held der Steine. Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Die 5225 von Wang Yi. Toll. Dieses Highlight verbinde ich stets mit einer tollen Frau namens Barbara. Wir lernten uns bei einem The Boss House Konzert in Berlin kennen und zahlreiche Cola-Bier später landeten wir dann in ihrer spärlich eingerichteten Einzimmerwohnung, wo wir uns 11 Minuten leidenschaftlich liebten und im Anschluss stundenlang über Alec Völkel und dessen Einfluss auf die weltweite Country-Kultur sinnierten. Am Morgen danach suchte ich schließlich schocknüchtern das Weite, indem ich still und heimlich durch das Kinderzimmerfenster türmte. Dabei trat ich mit nackten Füßen in einen Legostein, den Barbaras Tochter Susi nicht weggeräumt hatte. Noch bevor Susi mich fragen konnte, ob ich der Mann bin, der ihre Mami endlich mal glücklich macht, saß ich bereits im Uber Richtung KitKat Club. Das waren die Highlights A bis H. Welches Highlight hat euch am besten gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Oder hat euch vielleicht was gefehlt? Schreibt es rein. Abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Am Freitag geht es weiter mit den Buchstaben I bis Q. Und ich sage Farewell. Ja, und jetzt kommt für euch die Endcard. Ich habe sie aufgeschrieben. Da erscheint sie. Oben, Trans- und Non-Binary-Outing. Wird 2020 doch noch gut? Von OK. Und unten unser Talk mit Serdar Somunchu. Wir sind raus. Bis Freitag. Aya.